Hallo Leute und herzlich willkommen zurück, ja zurück, zu Let's Play Splatoon Online. Im letzten Part haben wir den Trommelschwapper vorgestellt und im Rangkampf hatte ich echt epische Ergebnisse. Einige Male hatten wir sogar ein Comeback, also ich hatte echt ein interessantes Team, was von Teamwork wirklich eine Ahnung hatte, ja. Es war nahezu perfekt, das Team, ne, wie wir kooperiert haben. Nun gut, aber jetzt geht es endlich mal wieder weiter mit einer Sniper. Oh ja, und jetzt machen wir unseren ersten... spielen mit unserem ersten Zielkonzentrator. Und Leute, ich habe mir ein bisschen was überlegt zu Splatoon. Denn in nicht mal mehr 4 Wochen ist es soweit. Splatoon 2 steht schon in den Startlöchern. Bald geht's endlich los. Und ich will natürlich ein Let's Play machen. Ist ja keine Frage, ne? Original. Und ich habe mal nachgezählt, wie viele Waffen uns fehlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Uns fehlen noch insgesamt 50 Waffen. Heißt, ich werde das Projekt entweder richtig hart pushen noch diesen Monat, den nächsten Monat, oder ich werde mehrere Waffen in einem Part vorstellen, so wie es Domtendo gemacht hat, aber das wäre halt dann auch ein bisschen wieder so, da kommen wieder die ganzen mit dem, oh, du machst den Domtendo nach, oh Mann, oh Mann, machst den ja eh schon nach, weil du ja alle Waffen in dem Part eine vorstellst und dann willst du auch noch damit kommen, dass du dann mehr machst, genau wie er, hat auch erstmal dann 2, dann 3, so ein Loser. Also ich will halt sowas natürlich verhindern. Und ja, ich muss halt schauen, wie das jetzt wird. Ich muss das Projekt dann wohl ein bisschen pushen. Oder, also wie gesagt, entweder pushe ich das Projekt heftig, also den nächsten Monat, dass ich halt so am Tag 2 Parts Splatoon, dann einen Part von was anderem raushaue. Oder ich stelle halt ab, ich sag mal ab Part 50, 2 bis 3 Waffen pro Part vor. Das kann ich ja auch theoretisch machen. Aber na gut, das ist, ich überlasse diese Entscheidung mal euch. Ihr könnt entscheiden, ob ich das so mache, ob ich die eine Sache machen soll. Also entweder pushe ich das Projekt jetzt nochmal heftig mit mehreren Parts pro Tag. Oder ich stelle mehrere Waffen in einem Part vor, wie ihr es wollt. Aber gut, wir nehmen uns erstmal den Zielkonzentrator vor mit den Klecksbomben als Sekundärwaffe und dem Bombenhagel als Spezialwaffe. Und jetzt gucken wir uns noch ein bisschen im Shop um. Was können wir denn für Goldfisch gebrauchen? Das glaube ich nicht. Ja, nicht so wirklich beeindruckendes. Obwohl. Das hier. Ansonsten, ja. Gehen wir in den Kampf rein, ne? Ey, lasst mich gefälligst zocken, okay? Lol, ich dachte gerade, der Seventendo ist mir nachgejoint, aber das ist ja nur der Seven Stars, so nennt er sich, da drüben. Ist auch ein Sniper. 3 Stück als Gegner. Mit mir wären es 4 gewesen. Ja, so sieht's aus mit dem Zielkonzentrator. Ist halt nichts anderes als ein Zielrohr an der Waffe. Dadurch ist aber auch die Bewegungssteuerung ein bisschen anders. Es ist die Range, Mann. Ja, komm wieder. LOL! Wie der ersoffen ist. Das sah geil aus. Ist der dumm. Oh, ich aber auch. Wenn ich hier gestorben wäre. Leckt mich, Alter. Das Einzige, was er kann, ist Bomben werfen. Wie immer. Ja, komm. 3 Sniper. Meine Teammates kommen nicht voran. Oh, ich hab nur den Sprinkler abgeschossen. Wie? Bring die Missgeburt um. Die Schau... Das ist nicht normal, ne?
So, kommt schon, Leute, jetzt mal einen ordentlichen Push machen. Was ist das zur Hölle? Okay, muss ich jetzt erstmal eine gute Haltung einnehmen. Als ob er ihn gesnipert hat. Das sind zwei Stück, Alter, haut doch ab. Was mache ich denn? Das ist doch so behindert. Das Dumme ist, leider läuft gerade wieder Goldfisch, aber ich will das Break pushen, wie gesagt, und da kannst du halt nichts machen. Voll zerlegt, my boy. Aber ein Kill, das ist beschämend. Bislang. Könntet ihr auch mal ein bisschen... Hab ihn! Na, das ist ein bisschen gefährlich, weil hier sind Elite. Okay, wir konnten es doch noch reißen. Und ich denke, ich bleib mal im Raum. Ich sag mal so, hätte ich das Projekt von Anfang an ein bisschen mehr gepusht, wären wir jetzt noch fertig geworden. Naja, aber es ist halt so, es war ja nie klar, wann Splatoon 2 rauskommt, aber es war halt schon klar, dass es im Sommer kommen würde. Ach ja. Okay, weiter geht's. Nochmal dieselbe Map, okay, aber das Arowana-Set hätte ich ehrlich gesagt sogar mehr gefeiert. So. Ein Liter scheint rausgegangen zu sein. Rückzug. Wow, der wurde zerlegt. Muss aufpassen. Hilfe! Ich wäre ein bisschen vorsichtig. Alter, an dem kommst du auch nicht vorbei, ne? So ist gut, voll ersoffen. Den Bomben zu entkommen, hat er sich einfach selbst umgebracht. Ja, gut. Aber auf jeden Fall gucken, mal auf Beobachtung gehen. Von der Seite. Ach doch, man kann flanken. Oh, voll erwischt. Schön direkt auf die Fresse gehauen. So, jetzt muss ich mal gucken. Darf mich nicht vom Elite treffen lassen. Oh, hoffentlich denkt mein Team das alles zu färben. Auch hier werde ich mal eine Bombe hinwerfen. Ja, am besten mal ein bisschen besser. Ach, gut, geht auch. Oh. Vollidiot. Doch leider ist es ein Elite. Das bedeutet, ich muss aufpassen. Heißt, ich werde jetzt mal weggehen. Mal ein bisschen aufpassen. Ist jemand aus dem Gegnerteam zufällig disconnected, weil ich sehe keinen mehr. Oh mein Gott, hat der mich erschreckt. Oh. Nice shot, my boy. Oh, cool. Und er hat die Schuhe auf zwei. Er hat versucht, die Schuhe zu leveln. Das mache ich auch derzeit auf meinem ersten Account. Aus meinem original privaten Account. Wo ich auch S Plus bin, lern Deutsch. Aber ich habe echt das Gefühl, dass jemand aus dem Gegenteam disconnected ist. Anders kann ich mir nicht erklären.
Okay, diesmal haben wir sogar mega heftig gewonnen. Also ich glaube wirklich, dass die Gegner zerstückelt wurden. Guck dir das mal an. Nur die kleinen Sachen haben wir übersehen. Ach du fuck. Das sind 90%. Heftig. Tatsächlich, die hatten zwei Disconnects. Wow, also mit so einem heftigen, aber lolligen Kampf geht's dann wohl in Rangkampf. Glenn, das heißt, ich bekomme eigentlich Hauptverbrauch ist hier das wahrscheinlichste. Na gut, dann werden wir die wahrscheinlich nicht gelevelt kriegen. Egal, Rangkampf, Zeit, Original. Zumal, ich habe gerade festgestellt, uns fehlen nur noch 3 Punkte und dann sind wir Level 25. Das ist heftig. Dann können wir schon unsere erste Belohnung vom Miezrichter abholen. Denn man bekommt ab Level 25, also immer 5 Level aufwärts, Belohnungen vom Miezrichter. Mhm. Anstatt dass er sich um die Kanone kümmert. Pass bloß auf, Leute. Wichser. Sepiato Alpha. Das wird schwierig, der Sieg. Oh oh, er hört die Kanone. Leute! Ich glaube, das wird nichts, oder? Was, können Sie ihn aufhalten? Das war doch, als ob ich außer Reichweite war. Laber nicht. Hab ich dich. Da wird das sehr schwierig. Oh oh. Mann, du Bastard! Wo ist das Team überhaupt? Kann mir das mal einer sagen? Die versuchen einen Vorstoß zu schaffen. Ja, erklärt mir mal wie. Okay. Ich verlasse mich da nicht auf die Seite, sondern ich gehe mal auf die Seite rüber. Das ist ein Dynaroller. Nice, den hab ich. Zwei. Ich hab zwei. Na los, Leute, ich habe 3 Stück eliminiert. Und Leute. Aber eins steht fest, das ist ein sicherer Score. Was machen die denn da? Wollen die Kanonen zurückholen? Ah, so, ich sehe, was die wollen. Okay, dann werde ich mich... Nein! Wir müssen noch 2 Minuten 48 pushen. Das finde ich auch ziemlich witzig. Oh oh. Da hat sich jemand zur Kanone vorangewagt. Also, da, ich muss zugeben. Seht ihr das? Leute, die nur Bomben werfen können. Das ist so einer wie dieser Spast. Aber ist dir was? Egal. Was wir jetzt machen müssen, ist halt so lange es geht, verteidigen. Geh doch weg, du Idiot. Boah, regt dieser Wichser mich auf. Jedes Mal Bomben. Dummer Lackaffe. Zerstör ihn. Ach, komm schon. Da ich meine Schuhe mit Sprunginfiltration nicht mehr habe, sollte ich auch nicht mehr springen. Fuck. Drecksack, das dürfen wir nicht verlieren. Muss jetzt genau... Oh nein. Oh.
Oh, nice. Ich hab den Sniper. Leute, 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 wo seid ihr denn? Die sind alle tot. Das kann nicht wahr sein. Bitte nicht. Ich hasse euch. Was kann das Team überhaupt? Das verhindere ich, du Schwein. Wieso lasst ihr ein Comeback zu? Seid ihr so inkompetent? Wenn wir das noch schaffen, ne? Dich lasse ich nicht entkommen. Wieso? So ist richtig, Leute. Zerstückelt sie. Die waren doch bei der Kanone. Ey, sag mal, was ist das für eine Abzocke? Ich sag's ja, die Verlängerung ist so blöd geregelt. Aber ich raste deswegen nicht aus. Tja. Betrug. Obwohl, unser Dünner war dumm. Guck dir diesen Loser an. 1-5. Und 14 Punkte verloren? Junge, ich hab alles gegeben. Keiner kann was sagen. Das ist Verarsche. Nächste Runde. Aber ganz ehrlich, Leute, ich will mein Team nicht vernachlässigen. Ich meine, jeder hat was gegeben. Okay, der Dünerroller, das ist wirklich ein frisch gewordener Abplusser. Aber das ganze Team hat etwas gegeben. Da ist der schlechte Dünerroller. Aber das war so ein Betrug. Zum einen, wie haben die das angestellt, dass die ein Comeback bekommen haben? Was haben die, haben meine Teammates falsch gemacht? Und ja, zum anderen, ja, Betrug wegen der Verlängerung und du bist ein verdammter Wichser, der mal von hinten kommt. Pause. Dass der auf gehackte Perk hat, muss ich glaube ich nicht erwähnen. LOL. Das ist Betrug. Schon wieder habe ich die größten Versager. Ist doch nicht wahr. Und dann bekomme ich auch noch für nichts Punkt abgezogen. Dieser Wichser, verpiss dich aus unserer Base. Blödes Bastardkind. Tötet ihn. Er ist verkackt. Gib mir das Ding jetzt, ich werde uns jetzt in den Sieg führen. Was, ich geh mal kurz nach oben, versuche jetzt mal ein paar Gegner auszulöschen. Ich muss jetzt nämlich versuchen. Ja, ich sehe schon, dass da oben einer ist. Mistkerle. Mein Team stirbt halt. Ständig. Mein Teammate. Ich werde auf jeden Fall wechseln, weil das sind die größten Arschlöcher. Das sind Road to S Plus Idioten mit gehackten Effekten. Das siehst du halt einfach direkt. Du musst da gar nicht groß überlegen. Wichser. Komm, 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 komm. Hoch, hoch, hoch. Dreckiger Wichser. Das ist so ein Arschloch. Der Mistkerl. Ja, mein Team kriegt's nicht hin. Blöd.
Blöde Mistgeburt. Weißt du, wie ich einen Hass auf dich hab? Schwein. Aber ein Chaosiges lasse ich nicht zu. Vergiss es. Und schafft es, die Kanonen zu öffnen? Ja, deren einziger Joker ist dieser Schwapper. Und dem kommen sie nicht vorbei, das ist das Problem. Ich habe ihn doch schon vorhin zerstört, was ist das? Ja, mein Team ist schlecht und die sind einfach Road to S Plus Bastarde. Die versuchen es, aber schaffen es nicht. Das ist das Problem, wir müssen irgendwie, ja. Mach auf, mach auf, mach auf, mach doch den Scheiß auf. Schon. XXXXX, ah. Könnte ein Push sein. Leute, wir haben einen großen Schritt gemacht. Wir könnten einen Push schaffen. Geh zur Kanone. Verkackt. Dieser Dünerroller ist so ein Vollidiot. Wer hat dir das Recht gegeben, einen Dünerroller zu spielen? Junge, bist du blöd? Weißt du, worum es hier geht? Goldfisch, Kanone. Dieses kleine Ding, was in einer Barriere drin steckt. Was eine Wuchtkraft, was eine echte Wucht hat. Und was du, zu das du hingehen musst. Das ist wie mit supergeilem Kuchen. Da bleibt man nicht einfach weg. Man geht da hin und frisst den, you stupid bitch. Next. Mal schauen, ob es mal fähigere Leute dabei sind. Ich bin halt generell so jemand, der Goldfisch auf Mahimai, auf, wie heißt auch gleich, Heilbutthafen nicht so wirklich mag. Ich bin auch nicht schlecht, aber du kommst halt nicht voran, wenn deine Teammates nicht mitmachen. Ich mache ihm schon eine Wand, der macht noch extra Bomben. Du entkommst mir nicht. Mann! Na gut, wir haben einen Score von 43, aber die versuchen jetzt von hier zu pushen. Und meine Teammates sind nicht da, wo sie sein sollten. Das ist nicht so ganz gut. Schnell was machen. Nein, das ist so schlecht. Nein, komm, töte ihn. So ist gut, Mann. Bin stolz auf dich. Wir haben nun ein Problem. Komm, nein! Komm, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich nehme sie weg. Oder mit mir. Das wird das Beste sein.
Wow! Das war so knapp, ey. Und mit Sicherheit wird es noch nicht zu Ende sein. Wir müssen also weiterkämpfen. Okay, das war meine Schuld, dass ich da reingegangen bin. Du kleiner Sack. Schafft der Tentatec es? Ich versuche es schon wieder auf diese Weise. Oh oh. Nein, du blöder Fixer! Das darf doch einfach nicht wahr sein. Blödes, schwanzlutschendes Kind. Jetzt verkacken wir schon wieder, Mann, wie das aufregt. Wieso kann mein Team den Push nicht stoppen? Um das jetzt zu schaffen, brauchen wir jede Menge skillige... Ja, keine Ahnung. Du blöder Bomber, kannst du nicht ohne... Ich hasse diese Scheiße, ey. Traust du dich nicht für Nahkampf, was? Das haben wir so verloren. Mann, ihr blöd... Das regt so auf. Tötet sie! Warum? 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 Das ist doch nicht wahr! Hurensohn! Versuch, einen letzten Push können wir ja versuchen, aber ich bezweifle, dass das funktionieren wird. Du Wichser, wichtig zu! Ich hasse mein Team. Da, Leute, das ist der Grund, weshalb ich nie Goldfisch spiele auf solchen Rängen. Ich frage mich, wie Dave so gut in Goldfisch sein kann. Wenn, ich sag's dir, bei Goldfisch brauchst du Teammates, die fähig sind. Ihr habt gekämpft, aber nicht genug. Dragon Jam. Solltest dich Loser Jam nennen. Fickt euch einfach. Aber wisst ihr was? Eine Sache haben wir heute erreicht. Wir sind Stufe 25 gekommen. Ich bin... Wisst ihr was? Ich bin zu gut für euch Arschlöcher. Auch wenn es nicht so aussah. Leckt mich. Was wir jetzt machen, ist für Mietrich noch die Belohnung abholen. Aber in dem nächsten Part fick ich jeden Gegner weg. Was kommt eigentlich im nächsten Dings dran? Das weiß ich gerade leider gar nicht. Blöde Mistkerle. Mietsrichter, was hast du zu dem Betrug zu sagen? Ja, fand ich auch ganz schön heftig und dumm. Ach ja. Wow, Stufe 25, da habe ich was für dich. Den Rüstungshelm-Replik. Das ist auch wenigstens ein Trostpreis. Gut, Leute, dann hoffe ich mal dennoch, dass euch dieser Part gefallen hat. Ich war wirklich kurz vor einem Rage-Quit. Geld haben wir leider nicht so viel Bonus gemacht. Im nächsten Part geht es auf jeden Fall weiter mit einer neuen Waffe. Hoffe, euch hat es dennoch gefallen. Falls ja, dann Daumen hoch. Und im nächsten Part geht es weiter, dann fick ich dir ganzen Arschlöcher sonst wohin. Gut, bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich brauche jetzt was zu trinken oder was zu essen.